Toller, Freunde. Luca! Nein! Oh mein Gott, was Warte, da bin ich! Ey, da bin ich! Schau, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist nicht ganz so wunderbar, weil ich habe heute jemanden dabei, der tatsächlich ähnlich Ich wollte ganz kurz sagen, dass am Freitag um 15 Uhr die Whiskys unnötig einfach jetzt hier noch ganz kurz den Merch. Junge, jeder Bestellung die eine vierte Autogrammkarte dazu. Ich wollte gerade mal eine Introduction machen, dass du fast genauso heißt wie ihr Wi-Fi, den nur deutlich unangenehmer bist. Ich bin der Luca. Wir fangen an der Stelle einfach mal an, meine Freunde. Wir machen heute eine Nicht-Lachen-Challenge. Und wer lacht? Das will ich nicht gucken, Luca. Doch, wir gucken jetzt in This Together von Emily Rose. Was ist das für eine Scheiße, Mann? Wir gucken halt die Super Bowl Halftime-Show. Will ich auch nicht, Alter. Wir gucken uns jetzt deutsche Memes an und müssen versuchen, dabei nicht zu lachen. Ja, dann gucken wir halt Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Und wer lacht, der kriegt morgen an Karneval die Nase gebrochen. Ich hau dir in die Schnauze. So. Fangen wir an, geht's. Nicht lachen. Zu tun. Die Zahl, die vorne multipliziert, ist auch nicht. Immer nur die Verschiebung entlang X und entlang Y. Ich habe kein Wort verstanden, bis zum Ende gar nicht. Ich wollte mal ganz kurz, darf ich mal stoppen? Darf ich mal stoppen kurz? Natürlich, ja. Können wir nicht das gucken? Junge. Das Minus oder das Plus vorne hat nichts mit dem Scheitelpunkt zu tun. Die Zahl, die vorne multipliziert... Luca! Das Minus oder das Plus vorne hat nichts mit dem Scheitelpunkt zu tun. Die Zahl, die vorne multipliziert, ist auch nicht. Immer nur die Verschiebung entlang... Ich lass es. Okay, gut. Der erste Clip, wir haben es schon mal geschafft, nicht zu lachen. Ich bin schon zweimal ausgerastet. Kevin, das ist einfach so dumm. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Luca! Ich hab den Sinn der Challenge irgendwie nicht so ganz verstanden. Du hast ja schon mehrfach gelacht. Du weißt, dass du morgen die Nase gebrochen bekommst, ne? Ja. Können Perfekt. Wir hier rechts auch chatten? Kannst du mit mir jetzt einfach dieses Video gucken, du dummer Bastard? Ich sehe den Chat. Ich hab den ausgeblendet. Guck dir jetzt bitte an, wie er die Treppe runterfährt. Ja, okay. Das ist einfach so dumm. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Das ist das Blödste, was ich seit langem gesehen habe. Ach krass, ist das dein Vater? Mhm. Geil. Oh mein Junge, Gott. Alter. Er sagt, warte. Yeah, aua. Mathematik. Hans Götz, der Flammenwerfer. Ja, Flammenwerfer. Jawohl. Kenn ich schon. Halt. Er schlägt seinen Fernseher kaputt. Glaube ich nicht. Junge, Alter. Kenn ich schon. Mach mal weiter, ich kenne das schon. Ich bin mir sicher, dass du echt eine Menge Hate in den Kommentaren bekommst, wenn du so weitermachst. Ach, das ist diese Fahrradfahrerin, die Treppe runterfährt. Die deutsche Mountainbikerin ist heute Abend. Ja! Und es ist stark. Regina Stiefel. Herzlich willkommen. Die stark. Sie ist die beste deutsche Mountainbikerin, oder? Die beste mal deutsch. Ey! Du Mars hab ich runtergeschubst. Und schafft es nicht mal hin, eine Treppe runterzufahren. Vor allem haben sie noch für sie so einen ganzen Parcours da aufgebaut. Und das wird sie ja niemals schaffen, wenn sie nicht mal die Treppe runter... Das hier sind die, das ist die Mutter mit ihrer Tochter. Die unterhalten sich über... das ist eine Challenge, ich muss erraten, was das für ein Clip ist, weil ich glaube, ich kenne das schon. Ich glaube nicht. 14. Ja. Da juckt die Flöte auch schon zwischendurch. Okay, reiß noch, übertreib nicht bitte. Sie sind unglaublich hässlich. Was ist denn, wie sehen sie denn ohne dieses Kostüm aus? Auch hässlich. Noch hässlicher. Junge, Alter. Erzfeind! Ich sag Erzfeind. Ach, das ist der Erzfeind. Kennst du den? Wer ist der Erzfeind? Das ist der Erzfeind. Aha. Ja, aber der ist der Erzfeind. Wer ist das? Es ist einfach der Erzfeind. Digga, du stellst es einfach nicht in. Nein, du stellst es einfach nicht in. Adlerson irgendwie so, oder? Ja, okay. Jedem ist der Erzfeind. Ist doch Adlerson, oder? Ja. Wirklich der Erzfeind? Vom jeden Vogel. Dieser arme Mann, Alter, der die ganze Zeit belästigt wird. Junge, der hat Bruder, es ist der Erzfeind. Checkst ja, du das hat nicht? Hat er irgendwie was getan? Also alles. Der hat jedem was getan. Okay. Er ist quasi Karma in Person. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst davor, dass ich durch Rassismus irgendwelchen Nachteil erleiden muss. Ja. Warte. Neun Vorurteilen und Rassismus. Spinnen und Insekten, weil die krabbeln so eklig. Ich hab sogar eine Phobie, ich schwör's. Was ist die erste Reaktion, wenn Sie sich vorstellen irgendwo und sagen, guten Tag, ich bin Nicole Jäger, Abnehmcoach? Das ist super, das ist eine Szene, die tatsächlich ständig... Ja, okay. Also, ich weiß jetzt nicht, also, no front, Nicole Jäger, aber... ...passiert, so auf Partys und... Digga, hat sie die Bundesliga-Schale um den Hals hängen. Junge, Alter, das ist die, aber die sieht nur so klein aus bei ihr. Ja.
Hey. Nicole Jäger ist einfach 10 Meter groß. No body shaming hier. Body positivity, Mann. Sag ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und... Ah ja. Das ist Lach-Yoga. Einfach so. Und jetzt wirklich? Ich so, nee, ich mache das tatsächlich beruflich. Ey, das muss ich mir als Einblendung runterladen. Ach, guck mal, das war ich im Gebüsch. Ey, du denkst, ich wär Ronaldo, oder? Kannst du das mal gerade auslaufen, Alter? Stehst du allein im Cage, spielst du allein Fußball, weil keiner Bock auf dich hat, weil du so scheiße bist. Es lieber nur Stick Mandarin, du Arschloch! Deine Mutter ist Schiedsrichter in der Kreisliga! Du... Was ist das für ein Clip? Voll krass, dass die den jetzt schon reingenommen haben. Ich hab den das gestern erst geschickt. Ach, warst du das? Das Video ist zu Ende. Nein, das jetzt. Hey, können wir nicht das gucken? Bitte, Luca, bitte, lass uns dieses Video einfach zu Ende bringen. Mann, Junge. Ich find's geil, immer so Manuel Neuer, wie er da steht und sich freut. Guck mal, in Manuels Gesicht. Guck mal bitte in Manuels Gesicht die ganze Zeit. Siehst du Manuel, wie er sich freut? Luca, bitte, als hält er das. Oh, alte Minecraft-Info. Nice, Alter. Ganz kurz, das Video heißt seltene deutsche Memes. Es ist selten. Ah, die kennen wir. CO2. Bist du für eine CO2-Steuer? Ich bin bei der Telekom. Nee, Vodafone. Gangster-Rapper sind in Deutschland derzeit sehr erfolgreich. Ja. 187 Straßenbande und Capital Bra. Frau Merkel! Capital Bra. Frau Merkel, hallo! Frau Merkel! Vielen Dank, Frau Merkel! Frau Merkel! Vielen Dank! Ich werde unterstützt haben. Haben Sie das doch nett. Unterstützt haben? Vielen Dank für euch! Hey, nee, ich! Der rutscht weg! Auf was? Auf einer Zwiebel. Boah, aua. Alter, ist das nicht Jause Musikvideo? Ist das nicht Karneval morgen in Köln? Luxus ist beruhigend. Nee, das ist Jause Musikvideo. Ist das unangenehm. Oh, ich bin der Allmann des Vertrauens. Salam alaikum, Freunde. Salam alaikum. Ja, Malla geht schon dem. Ja, Zwalta, halalala. Salam alaikum, mashallah, Freunde. Einfach ich als 10-Jähriger. Guten Morgen. Salam guten Morgen, 20:40. Ich soll ein Aufsatz über das schreiben, was meine Mutter am meisten bereut. Oh, schau mal im Badezimmer über dem Waschbecken nach, Schatz. Im Badezimmer über dem. Oh, Junge, ist das. Das fand ich jetzt nicht so witzig, Alter. Weil es ja echt solche Fälle gibt. Ja, bei dir. Ah, der sieht aus wie dieser Charakter von Team Fortress. 1:1, guck mal gleich, wenn er nah auf ihn ranfilmt. Was, Junge? 1:1. Dieses Rumgeschreie, Alter. Das waren wir heute Morgen im Gym. Was isst du da? Das warst du gestern Abend dann. Was? MM. Sag mal bitte. MM hältst du doch. MM. Das ist MM? Das ist M und N's. Ja. Scheiße, Mann. Scheiße sagt man nicht. Da geht die Bildung von in Arsch. Hä? Hä? Wer ist er? Warum? Ich finde seinen Hut aber schön. Bro, ich hab über Angst vor ihm. Hauen Sie sich mal kurz an. Oh, Junge. Hey, Arret kommt. Junge. Ja, Alkohol. Köln morgen. Ja, Mann. Ich habe ein Video und das würde ich mir gerne mit dir anschauen. Ja. Es ist nicht dieses Video. Sondern. Ja. Servus, liebe Chabonenten. Lass das doch gucken, ey, das fände ich viel witziger. Nein, wir gucken uns weiter deutsche Memes an. Eine grüne Haare, der eine liegt da wie Scheiße, stinkt nach Hunde, der eine am Betteln, eine stinkt, walla, macht euer Führerschein, ich schwöre auf alles, scheiß auf Uber. Okay. Boah. Oh! Oh! Ey Bro, sag mal Luftschnippchi. Kenn ich. Luftschnippchi. Bei mir wurde gerade geklingelt. Luftschnippchi. Ich bin froh. Ah, speak English. Ach, ja, war ist gut. Aber wenn so Thanos gesiegt wurde. Der Thanos. Dieser Grüne, oder? Was sind wir morgen an Karneval? Ja. Oh, Junge, wie unangenehm. Oh mein Gott. Einfach aufstehen, so als wäre nichts gewesen. Weitergehen, Bro, weitergehen. Reagierst du, wenn deine Crush dir so zurückschreibt? Ja, jedes Mal.
Das ist mein Vater, wusstest du das? Haben wir den gleichen Vater? Rosenberge Mettfleisch. Das esse ich auch immer so. Das ist so ekelhaft. Ich mag es schon, mein Vater. Ich wollte ganz kurz unsere Story erzählen, als wir vorgestern Abend essen waren. Ey, wir waren zusammen was essen. Du hast gesagt, Salat bitte und Oliven. Was ist im Salat drin? Oliven. Ich bestell was Vegetarisches. Was bekomme ich dazu? Speck. Danke für nichts an der Stelle. Servus, liebe. Ciao. Luca. Ach, guck mal, Kollege. Okay. Und zwar bin ich nicht dafür, dass man Frauen schlagen sollte, es sei denn, sie fordern euch dazu auf, in einem sehr euphorischen Ton, wie zum Beispiel, schlag mich. Okay, das war jetzt nicht zu euphorisch, also ein bisschen geschrien. Okay, das sind die Statements, die wir brauchen, oder? Prinzipiell bin ich nicht gegen Frauen, denn Frauen sind prinzipiell auch nicht. Lebewesen. Frauen sind auch Lebewesen. Frauen sind ja auch Menschen. Junge, Alter. Ey, das kann er doch nicht ernst meinen. Meint er auch nicht, Montana Black. Aha. Montana Black. Och, Junge, Alter. Alter, das war ich gestern auf dem Klo nach dem Inder. Die machen Farting-Contest. Och, Junge. Er kann... Alter. Und das ist dieser ganz dünne Kerl. Was macht er jetzt? Keiner nimmt den ernst, aber pass auf jetzt. Hä? Hä? Digga, das ist halt so ein Video, was dann so fünfjährige Mütter sich rumschicken. Und so, ach, da bin ich ja wieder über den Boden gerollt. Da haben wir meine Lachmuskeln. Mensch, sind Alter, Afrika. Alter, das war ja witzig. Ha. Nein! Oh mein Gott, was warte, war das? Warte, da bin ich! Ey, da bin ich! Mach mal zurück! Hä? Aber geil, ich hab's in der Meme-Compilation geschafft. Oh, warte, eine hab ich noch. Komm Meier. Noch mal! Perfekt. Ja. Würdest du sagen, Digga, Knossi ist spielsüchtig? Ich finde, er lebt auf jeden Fall gesund. Das glaube ich auch. Ich glaube, einen Ruhepuls von 490 zu haben, ist komplett empfehlenswert. Der hat immer so weißen Speichel am Mund, siehst du das? Ich glaube, das ist Tollwut. Yes! Digga. Für was wurde dieses Video schon alles benutzt? Für alles. Alle möglichen Videos, Einblendungen, Meme-Compilations. Ja, ja, und er hat sich einfach im Stream gedacht, ich fühle den Song. Ja. Ich hab noch das hier. Servus, liebe Chabonenten. Ich. Oh! Oh! Ey! Ja! Ich hab Messi gezogen! Oh! Ganz kurz, wie viel Geld hat er da reingesteckt? Und vor allen Dingen hat er Messi gezogen, ich bin mir nicht ganz sicher. Als ob das so groß läuft. Als würde das. Ja! Als ob. Ist das dumm? Boah, zum Glück ist wieder vorbei. Es war knapp, aber ich musste echt kein einziges Mal lachen. Ja. Damit würde ich das Video an der Stelle jetzt auch beenden, weil ich perfekt muss kacken. Ich würde sagen, Luca war eine unglaubliche Bereicherung für dieses Video. Wenn ihr wollt, dass Luca nie wieder bei einem Video dabei ist, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Luca extrem unangenehm findet, lasst einen Daumen nach oben da. Und Freitag kommt dann mein neuer Merch raus. Ihr habt es eben gehört. Macht's gut, haut da rein, bis zum nächsten Mal. Und Luca? Perfekt.